Westermann auf uns zu und fragte, kann man den Absolventen und Absolventinnen der Universität irgendetwas auf den Weg mitgeben, bleibend. Und das war die Idee, eine Lithografie, eine Radierung zu machen für alle Absolventen. Und sozusagen, wir haben zwei Zwecke damit dann erfüllt. Eine bildhafte Erinnerung an Uni und Stadt und zugleich ein Anstoß, Leute, macht nicht nur technische Geschichten, macht nicht nur Beruf, kümmert euch um Kunst und Kultur. Wir waren eigentlich von Anfang an von der Idee begeistert, den Hochschulabsolventen zum Abschluss ein solches Kunstwerk zu überreichen. Und haben eigentlich von Anfang an auch dieses Projekt sehr gerne mit viel Freude unterstützt. Der Tag, als wir das Bild bekommen haben, war so ziemlich aufregend. Wir haben das ja in der St. Petrikirche während der Feierlichkeiten bekommen. Und der ganze Tag, die Überreichung des Bildes und meine Rede, die ich gehalten habe und mit den Kommilitonen zusammen sein, das war schön und auch aufregend. Hier steht man in der Universitätskirche in St. Petri mit einem wunderschönen Rahmen, mit Eltern, Freunden, Bekannten, Verwandten. Es hat einen Stil, der irgendwie auch mit der Geschichte der Stadt Lübeck, mit Lübeck als geistiger Kultur, wie Thomas Mann es gesagt hat, zu tun hat. Die Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel 200 oder 300 Studenten die Arbeit von einem in der Wohnung hängen haben, ist schon was sehr Besonderes. Und ich glaube, diese Bildvergabe als auch wirklich alleinstellend in Deutschland unter den Hochschulen ist so erfolgreich, dass wir sie fortführen sollten.